Wenn die Aktienmärkte bereits deutlich gestiegen sind und in luftigen Höhen die Kurse sich bewegen, dann sind alle bullisch und keiner kann sich vorstellen, dass das irgendwie nach unten geht mit den Aktienmärkten. Die können doch eigentlich nur steigen, denkt man sich. Und dabei ist die Fallhöhe wahrscheinlich sehr, sehr groß. Jetzt sind wir in einer Situation, in der alle fast schon kapitulieren, die Stimmung extrem bärisch ist, die Allokation von Kapital praktisch auch kapituliert hat. Also man ist weitgehend raus aus Aktien. Alle sind bärisch, alle haben große Put-Absicherungen. Keiner kann sich vorstellen, dass die Märkte jetzt vielleicht doch nach oben gehen. Und das ist ein Setup, das ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis bietet, denn wir sind so ausgebombt. Ja, das kann noch weiter ausgebombt werden. Dieses Risiko besteht immer. Aber auf Sicht von, sagen wir mal, 2 Wochen müsste das eigentlich ein sehr, sehr gutes Chance-Risiko-Verhältnis sein, jetzt für kurzfristige, ich betone das, Investments. Übergeordnet sind wir in einem Bärenmarkt und es ist zu erwarten, dass wir Mitte Oktober dann einen Rückschlag nochmal erleiden mit neuen Tiefs. Warum, will ich Ihnen gleich zeigen, starten wir zunächst mal mit dieser Ausgebombtheit der Stimmung. Nicht nur die Privatinvestoren mit über 60% Bären, sondern vor allem die amerikanischen Investoren, die Vermögensverwalter. 12,6 der NAAIM-Index, das ist das Niedrigste, was ich bisher gesehen habe. Das kann mich nicht erinnern, dass ein solch niedriger Wert an Exposure in Aktien von amerikanischen Geldverwaltern überhaupt zu konstatieren war. Und das ist aus meiner Sicht eher ein Kontraindikator oder ziemlich logischerweise ein Kontraindikator. Und hier sehen wir einen Chart von Michael Silver, oben den S&P 500. Unten sehen wir grün den NAAIM-Index, sehr, sehr weit unten. Und rot, das ist der sogenannte RIDEX-Index. Der misst im Prinzip auch das Sentiment, und zwar gibt es da praktisch ETFs, Funds auf den S&P 500. Nova ist der bullische, also praktisch auf steigende Kurse orientiert, und Ursa ist der negative, also auf fallende Kurse orientierte Fund. Dementsprechend sehen wir, dass auch hier die Stimmung so ausgebombt ist, sogar ein Ticken ausgebombter als im Juni-Tief. Wir sind sozusagen praktisch jetzt auf den Stimmungsniveaus, die wir teilweise auf dem Tiefpunkt des Corona-Crashes gesehen haben. Und in dieser Situation sich noch massiv short zu positionieren, kann kurzfristig funktionieren, ist aber übergeordnet wahnsinnig riskant, weil eben hier alle mit Put-Absicherung unterwegs sind, und wenn es dann mal nach oben geht, dann müssen die eindecken. Wir können einen Short-Squeeze sehen, der sich gewaschen hat. Hier sehen wir, 7 der letzten 8 Tage ging es nach unten. Und jetzt bekommen wir diese negativen Nachrichten, die sich angekündigt haben. Micron etwa sieht die Marge nur noch zwischen 24% und 28%. Erwartung war 33,6%. Und auch der Revenue, also Umsatz, deutlich, deutlich unter den Erwartungen. Die Aktie zunächst mal gefallen, aber dann wieder gestiegen. Das Sentiment war so negativ, die Aktie so überverkauft, dass irgendwie sich dann fast keiner mehr findet, um die zu verkaufen. Wir sehen, dass Meta, respektive Facebook, dass man hier einen Hiring Freeze, also praktisch einen Einstellungsstopp verkündet und sagte, es kommen Restrukturierungen. Praktisch kündigt man damit an, dass man großflächig wahrscheinlich Leute entlassen wird. Also wir sehen, das, was am Arbeitsmarkt noch an schönen Zahlen der Fall ist, das ist eigentlich die Geschichte von gestern. Wir sehen jetzt schon massive Entlassungen. Das fängt an meistens im Tech-Sektor, fängt bei Startups an und frisst sich dann durchs System. Aber dennoch glaubt die Fed hier etwa in Gestalt von Madame Daly, ja, dass man wohl so Zinsen zwischen 4,5% und 5% nächstes Jahr durchgängig haben werde. Mester von der Fed sagt, ja, also die Rezession wird die Fed nicht davon abhalten, die Zinsen anzuheben. Da gehe ich sofort eine dicke, dicke Wette gegen Frau Mester ein. Ja, fast naiv, eine solche Aussage. Heute übrigens Sparkin, Brainard, Bowman und Williams auf der Agenda an Fed-Speakern. Aber interessant ist, dass wir die Rate-Hike-Expectations fallen gesehen haben gestern. Wir haben einen ziemlich stark abverkaufenden Aktienmarkt gesehen. Auf der anderen Seite sehen wir, dass die Rate-Hike-Expectations fallen. Auf der anderen Seite sehen wir, dass der Dollar deutlich gefallen ist und auch die Renditen nicht mehr gestiegen sind. Und normal war doch die Gleichung steigende Renditen.
Renditen, steigender Dollar ist fallende Aktienmärkte und umgekehrt. Gestern zumindest hatten wir einen deutlich fallenden Dollar, aber die Aktienmärkte sind auch gefallen. Da sehen wir also eine erste positive Divergenz. Jetzt will also die Fed voll durchziehen. Jede Rate Hiking Campaign, jeder Zinsanhebungszyklus der Fed hat zu einer Rezession geführt, zu einem Bärenmarkt geführt oder zu Economic Events, zu ökonomischen Unfällen, etwa China Devaluation, also die Abwertung des Yuan durch China, die da beschlossen wurde, Housing Bubble, Finanzkrise, Schnipp und Schnapp. Also wir sehen hier diese Rate of Change der Fed-Politik, wie schnell sich also das ändert mit diesen massiven Zinsanhebungen, das ist etwas, was die Wirtschaft und die Märkte schlichtweg überfordert. Dazu sehen wir Annual Rate of Change beim Dollar. Der geht so schnell nach oben, dass wir immer auch irgendwelche Ereignisse gesehen haben, die Einschnitte waren aufgrund der Dollarstärke. Fed Taper Tantrum zum Beispiel, also damals die Ankündigung von Bernanke, auch jetzt wollen wir auch mal wieder Quantitative Tightening betreiben, also praktisch die Bilanzsumme reduzieren. Also Dollarstärke ist Stress für die Märkte und da rieche ich schon ein bisschen, was da gerade jetzt hinter den Kulissen vorgeht. Jetzt sehen wir hier die 10-Year Yield und Dollar Rate of Change. Da sehen wir jetzt, da sind wir auf Niveaus, wo wir sonst wirklich massive Krisen haben und all das bringt eben so viel Stress ins System, dass etwas kaputt geht. Und warum? Weil die Fed praktisch zu lange das Problem ignoriert hat und jetzt in einer Paniksituation ist, die auch wieder irrational ist. Warum? Hier Lance Robert mit einem hervorragenden Artikel, den ich Ihnen empfehle, der sagt, wir haben oder die Fed verlässt sich im Prinzip auf Lagging Indicators, also auf nachlaufende Indikatoren, die ohnehin sehr stark anfällig sind für Revisionen, etwa den Arbeitsmarkt, das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass die Fed hier nicht wirklich berücksichtigt, dass das bis zum Jahr dauert, bis diese Zinsanhebungen dann wirklich effektiv wirksam werden. Das heißt, die Fed ist sehr weit vorausgeeilt und meint, sie müsste noch weiter vorauseilen, statt zu warten, was denn diese Zinsanhebungen, diese Straffung der Geldpolitik überhaupt für Effekte hat. Und vor allem sehen wir jetzt Market Instability Risks steigen, also Instabilität des Finanzsystems insgesamt. Und hier sagt der Lance Roberts, und da bin ich voll bei ihm, diese Risiken werden bald höher eingeschätzt von den Notenbanken als eben das Inflationsrisiko. Das haben wir bei der Bank of England gesehen und die Fed wird auch nicht allzu lange brauchen, um das einzusehen. Wogegen kämpft die Fed? Gegen die Inflation. Okay, die ist hoch, gar keine Frage. Und ich war lange ein Verfechter zu sagen, noch lange keine Peak Inflation. Jetzt aber sage ich Peak Inflation. Und wir werden wahrscheinlich dann ein doch relativ zügiges Zurückgehen dieser Inflation sehen, eben weil die Financial Conditions sich so stark gestrafft haben. Wir werden irgendwann aber dann auch wieder ein nach oben Schießen der Inflation sehen. Wir sind schon in einem Jahrzehnt der Inflation, aber wir sehen krasse Volatilität bei dieser Inflation. Und ich denke, dass wir jetzt vor einer Abwärtsbewegung bei der Inflation stehen. Schauen wir uns zum Beispiel mal an, was die Märkte eigentlich einpreisen, nämlich die 5-Year Break-Evens, also die praktisch die Inflationserwartungen hier bepreisen. Und da liegt man deutlich, deutlich weiter unterhalb der Fed. Das heißt, die Märkte gehen davon aus, dass die Inflation absehbar kein ganz großes Problem mehr sein wird, während die Fed das jetzt sozusagen als heiligen Gral vor sich hinschiebt. Hier sehen wir zum Beispiel mal den sogenannten Bullwhip-Effekt bei den Inventories, also bei der Lagerhaltung. Hier sehen wir das Verhältnis Inventory to Sales Ratio, also praktisch Lagerhaltung zu Sales, zu Verkäufen. Und wir sehen, die Lager sind voll. Und was bedeutet es, wenn die Lager voll sind? Das bedeutet, dass diejenigen, die diese vollen Lager haben, diese Lager leeren wollen, dass also sie wahrscheinlich mit Sonderangeboten versuchen, eben jetzt diese Lager leer zu kriegen, die sie aufgebaut hatten in einer Situation, wo sie nicht sicher sein konnten, dass sie überhaupt beliefert werden. Corona, Lockdowns und so weiter und so fort, Ukraine-Krieg. Unten sehen wir in diesem Chart übrigens mal die Wartezeiten für Schiffe vor dem Hafen von Los Angeles. Und hier sehen wir auch da deutliche, deutliche Rückgänge. Das alles deutet darauf hin, dass dieser ganz große Druck einfach vorbei ist. Und hier sehen wir mal CEO Confidence, also der Optimismus oder Pessimismus von Firmenlenkern. Und da sehen wir, da sind wir auf Depressionsniveau. Das ist praktisch ein Vorbote
für steigende Arbeitslosigkeit. Und wir sehen, ja, da sehen wir in den Firmen wie Meta, sehen wir, da werden mehr und mehr Leute rausgeschmissen, beziehungsweise mehr und mehr Firmen verkünden Einstellungsstopps. Man wird vorsichtiger und die Fed wird irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft erkennen, dass sie eben in der Falle sitzt, weil sie praktisch eben in dieser Schuldensituation, die so fragil ist, wenn du da sozusagen ein Feuerzeug in die Nähe einer Lunte bringst, dann riskierst du eben, dass dir das System in die Luft fliegt. Diese Gefahren unterschätzt die Fed total und ist deswegen im Camp nach wie vor, oh, wir müssen jetzt mal richtig auf die Trommel hauen. Hier sehen wir gestern die Treasury Yields, die 10-jährige Staatsanleihenrendite, runtergegangen. Nicht viel, aber ein bisschen. Hier sehen wir den Dollarindex, ziemlich deutlich runtergegangen. Normalerweise hausieren dann Aktien, denn steigender Dollar, steigende Renditen waren schlecht für Aktienmärkte, fallende Renditen, fallender Dollar, gut für Aktienmärkte, haben die Aktienmärkte gestern reagiert. Unten sehen wir mal die Prozentzahl der überverkauften Aktien im S&P 500, jetzt ist so groß wie seit dem Corona-Crash nicht mehr und größer als im Juni-Tief oder als zum Zeitpunkt des Juni-Tiefs. Wir sehen hier in der oberen Grafik nochmal diese Midterm-Election-Year-Geschichte, wenn der demokratische Präsident das zweite Jahr in der Macht ist, wie jetzt der Joe Biden, da sehen wir, das geht dann in der Regel Anfang Oktober nach oben und peakt dann Mitte Oktober, dann kommt nochmal ein richtiger Down-Move mit neuem Tief und dann geht es nach oben, wäre ein durchaus plausibles Szenario. Diesmal auch für die Aktienmärkte. Hier sehen wir mal von Ron Walker eine Projektion, wie es gehen könnte. Könnte durchaus sein, dass wir dann vielleicht doch nochmal weiter nach unten gehen. Auswaschen, Panik, Kapitulation komplett machen gewisserweise. Dann die scharfe Gegenbewegung, bevor dann die nächste Fünferwelle dann wahrscheinlich uns nach unten bringt. Genug zu den Aktienmärkten. Kommen wir jetzt kurz noch zum geopolitischen Umfeld. Putin will heute eine große Rede halten bezüglich dieser Annexion der Gebiete nach dieser urdemokratischen Abstimmung, die wir bei den Referenten gesehen haben. Also das wird ein Faktor heute in Sachen Geopolitik, sehr, sehr wichtig. Aber immerhin, Russland hat gesagt, wir sind interessiert an Face-to-Face Nuclear Arms Treaty Talks, also man will mit den Amerikanern sprechen, man fürchtet doch eben, dass die Dinge eskalieren, auch die Russen fürchten das. Ist also vielleicht ein kleines Hoffnungszeichen, dass man hier das Gespräch durchaus mit den Amerikanern sucht und sich nicht verweigert. Wenn wir nach China mal kurz gucken, sehen wir Kaixin Einkaufsmanager Index 48,1, 49,5 erwartet dieser Kaixin, der erfasst eher die kleineren Unternehmen, während der Chinese Manufacturing PMI, das ist der offizielle Einkaufsindex, eher größere Firmen umfasst, 50,1 statt 49,7 erwartet. Und dann auch interessant, China wird in vielen Städten praktisch die Rates senken für Erstkäufer von Immobilien. Also man versucht hier diesen bereits fast schon kollabierenden Immobilienmarkt irgendwie wieder anzuschieben. Man versucht also faktisch eine lockere Geldpolitik zu betreiben, versucht Kreditvergabe wieder anzustoßen und zu stimulieren. Das heißt, die Chinesen stehen schon wieder auf dem Gaspedal, weil sie ahnen, oh, das wird schwierig. Und man will offenkundig jetzt gegen diesen Yuan-Abverkauf vorgehen, gegenüber zum Dollar. Wir haben gesehen, Dollar-Yuan ist hier gestiegen offshore auf über 7,25 in diesem Chart von Capital.com. Dann aber wurden offenkundig Banken angewiesen, verkaufte Dollars und kaufte den Yuan. Und wir sehen, hier geht es nach unten mit dem Dollar-Yuan jetzt. Für mich ein Zeichen, dass diese Dollarstärke jetzt nicht mehr gewollt ist. Dass möglicherweise hinter den Kulissen da auch so vielleicht mal so ein bisschen gesagt wird, oh, diese Dollarstärke, die ist für uns alle doch ein Problem. Kommen wir nach Europa abschließend. Heute die Daten zur Inflation, Verbraucherpreise in die Eurozone. Gestern hatten wir ja die Inflationsdaten aus Deutschland mit 10% plus. Ist der Wert seit 1951. Laney, der Chefökonom der EZB, hat jetzt gewarnt vor zu großen Zinsschritten auf einmal. Er hat gesagt, ja, wir müssen noch weiter die Zinsen anheben, aber lasst uns jetzt nicht übertreiben mit diesen Zinsschritten. Oho, oho.
Interessant, hier ist die Prognose 9,1% für die Daten heute dürften höher sein, weil schon die deutschen Daten eben höher waren. Das frisst sich dann in die Statistik rein. Jetzt warnt hier Goldman Sachs vor einer Deindustrialisierung in Europa. Das war der Tenor meines Videos, meines Markeflüsters gestern. Inflation und Energiekrise, die große Enteignung der Deutschen. Aus meiner Sicht eines meiner wichtigsten Videos, die ich in den letzten Jahren gemacht habe. Wenn Sie es nicht gesehen haben, bitte anschauen. Ich versuche da einen Weckruf zu geben gegenüber Schläfrigen. Ich erlebe das in meinem persönlichen Umfeld, spiele mit Leuten Tennis, die gut gesettelt sind, die in der Regel so ein Ticken, ja, mindestens so alt sind wie ich. Und wenn ich da warne vor dieser Deindustrialisierung, dann sind die so ein bisschen, echt, das ist so schlimm, ist es doch nicht. Doch, es ist schlimm, versuche ich denen immer wieder zu sagen. Goldman Sachs schätzt jetzt, dass 11 Millionen Jobs dadurch verloren gehen könnten. Also, das wäre ein absoluter Kahlschlag, der hier droht, wenn wir jetzt nicht aufpassen und endlich mal aufwachen. Wie gesagt, gestern dazu mein Markeflüster. Zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren. DAX mit Doppeltief, neue Chance für die Bullen. Da so dieses Surrounding, sollte man jetzt Aktien kaufen? Ja, nein. Ich würde sagen, kurzfristig ist das Chance-Risiko-Verhältnis jetzt, wenn man auf die Oberseite spekuliert, ob mit Aktien oder womit auch immer, bei Indizes durchaus ganz gut. Allerdings braucht man ein bisschen Nerven und Puffer. Hier also die erste Empfehlung DAX mit Doppeltief und dann ist ja diese Bank of America Story, die möglicherweise ein Lehman Crash oder wahrscheinlicherweise ein Lehman Crash 2.0 verhindert hat. Einer der Punkte dürfte gewesen sein, dass BlackRock gedroht hat, den Handel einzustellen in UK. Und BlackRock ist sehr, sehr wichtig, aber wahrscheinlich haben auch Pensionsfonds da angerufen und gesagt, wir erleben jetzt gleich ein Armageddon, wenn ihr nichts tut. Und dementsprechend musste die Bank of England eingreifen und daher jetzt die zweite Artikelempfehlung, Großbritannien Vertrauenskrise und Finanzkrise durch Truss, durch die neue Ministerpräsidentin, aber es hat alles eine Vorgeschichte. Sie ist eigentlich nur ein Symptom dessen, was vorher schon schiefgelaufen ist. Zwei Artikelempfehlungen. Wir sehen uns heute Abend zu Markeflüster am Montag. Keine Videos, da ist Tag der Deutschen Einheit, Feiertag in Deutschland, außer am Abend vielleicht, dann bin ich wieder hier in Hamburg, falls wirklich Dramatisches passiert, aber ansonsten sehen wir uns heute Abend und dann wieder am Dienstag. Ich sage Servus und Ciao.